Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Zu einem neuen Video. Home Reacts, neue Folge. Wir sind Pikachu's Young. Was geht ab, Leute? Hunger? Jetzt habt ihr am Start. Bagisch ist endlich auch gekommen. Weil? Fahren jetzt zu einem entdeckten Pikachu-Nest. Bagisch ist richtig begeistert. Wieso überhaupt? Was? Wieso bist du so Pikachu? Genau, da? Wieso? Ja, wegen der Medaille noch. Genau, die Medaille. Die ist noch auf Bronze, wie die meisten von uns. Und wir haben nur noch 1, 2, 3 Bronzemedaillen und Pikachu ist die mit am Abstand schwierigste. Und die checken jetzt die Nester München ab. Also nicht nur diese offensichtlichen. Moment. Da sind zwei Kindersitze. Keine Angst, er sitzt nicht in dem Kindersitz. Der wurde da entfernt. Für ihn. Sieht nur so aus, wollte ich nur kurz erwähnen. Jetzt schauen wir mal. Da kommt. Oh. Pokémon Song muss vorgespielt werden. Der angekommen direkt. Der Song muss vorgespielt werden. Ja, Kampion Park. Bei mir hat's noch nicht geladen, aber. Das ist eigentlich so ein. Ihr seht ja schon, direkt zeigt ins Pikachu. So eine Büroanlage, würde ich mal sagen, wo viele Büros sind. Oh mein Gott, ich steck jetzt aus. Und da gibt's auch zwei, drei X-Ray da gehen. Zwei, glaube ich. Sieht hier irgendwie echt nicht aus. Genau, das ist eigentlich so ein Bürogebiet. Aber das war anscheinend auch irgendwie ein Nest. Und ja, damals natürlich unbekannt, aber im Verlauf der Zukunft der Zeit sind das X-Ray-Darien geworden. Also zum ersten Mal dort, überhaupt in der Gegend, Pikachus jagen. Das ist krass, das ist ein Parkplatz, Alter. Ja, das sieht echt überhaupt nicht aus wie ein Nest. Yo, Cody. Das ist Street Fighter Musik, Cody. Und da seht ihr es, Infineon ist hier eigentlich. Und das soll ein Nest sein, weißt du? Ein Park anscheinend mit X-Ray da gehen. Also wir haben relativ früh mit den Medaillen angefangen, was eigentlich ziemlich sinnlos ist, weil die macht man so oder so irgendwann mal voll. Aber ja, mehr dazu im Verlauf der Folge. Da haben wir sogar ein wie soll man das nennen, eine Challenge oder sowas untereinander gehabt, zwecks Medaillen, wer alles da zuerst auf Gold hat. Aber ja, Wette kann man vielleicht sagen. Die wird aber im Verlauf des Videos noch genannt. Ja, da sind noch andere unterwegs, also wir waren nicht die einzigen Pikachu-Jäger, Medaillenjäger. Ich hatte die Idee, sich zu trennen, aber Tati und ich folgen lieber den Menschen. Ja, natürlich. Das machen wir immer bei Nestern. Die sind da vorne stehen geblieben, also schauen wir mal, ob da irgendwas Tati ist. Und ich immer den anderen folgen bei Nestern. Beste Methode. Auf jeden Fall, ihr wisst ja jetzt, bei jedem Event kommt Pikachu. Also dementsprechend war das eigentlich vollkommen sinnlos. Richtig unnötige Aktion eigentlich. Und vor allem, es kam so weniger eigentlich. Und bei Events, es wimmelt nur so von Pikachu. Aber konnten wir damals natürlich nicht ahnen. Bin ich irgendwo wirklich dafür? Ja, da ist sie. Oh mein Gott. Ihr wisst, mein, das hab ich nicht versagt. Mein GPS damals. Schön immer mit Berg und Hyperball fangen. Bagisch wird auf der Strecke gelassen. Er wird allgemein auf der Strecke gelassen. Nicht nur hier im Spiel, sondern auch im Leben. Ja, das ist eigentlich so der Hauptpunkt in diesem Video. Zwei. Pikachus fangen. Dieses. Bagisch! Dieses eigentlich geile Gebiet abchecken. Seht mal, wie das aussieht. Also hier arbeiten ist eigentlich ernst gechillt. Ist halt am Arsch der Welt. Aber an sich ziemlich coole Location, auch mit den Arenen. Aber er hat dich erkannt. Er hat gesagt, du bist mal da, wo wir aussehen.
Oh mein Gott. Das wollte ich sagen, aber ja, das, sonst passiert hier im Video nicht viel. Da noch die kleine Wette und dann war es das auch schon wieder. Heute übrigens Lavaos Day. Viel Glück an alle. Viel Erfolg. Zieht euch dieses Video hier nochmal rein. Als Motivation. Bevor es losgeht. Wobei, ich werde es wahrscheinlich erst danach hochladen. Also früher, keine Ahnung, 13, 14 Uhr erst. Dann sage ich mal im Nachhinein, ich hoffe, ihr hattet eine gute Ausbeute. Ja. So, noch einen gefangen. Und direkt noch einer. Also, so schlecht war das Nest auch nicht. Oder allgemein das Nest. Hat sich ja seitdem nicht viel geändert, das Nest. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser mehr geworden. Ihr wisst ja, die Spawns haben sich erhöht. Aber worauf wollte ich hinaus? Zum Glück beide bekommen. Super saftig. Direkt zwei Pikachus. Ja. Wagen schnell zu sehen. Ja. Er wollte sich ja unbedingt trennen. Tja. Also Pikachu echt zickig. Oh mein Gott, wie der sich wehrt, Alter. Ich wette, der fliegt am Ende. Ich wette, der fliegt am Ende. Alter, das war ein exzellent Mann. Kein Kommentar. Ich hab nicht mal mehr Bock, Bälle zu machen. Alter, was war das für ein Kampf, Mann? Was war das für ein Kampf? Ah, das ist auch während des Halloween-Events immer noch. Doppel-Candy. Doppel-Candy, was eigentlich ziemlich unnötig ist für Pikachu. Aber kann sein, dass das letzte Pikachu eigentlich jetzt Nestwechsel oder so wäre. Gewesen wäre. Deswegen haben wir es wahrscheinlich noch mitgenommen. Was hast du danach vor, Bagisch? Danach kommen wir doch Produktplatz, oder nicht? Oh mein Gott, wie süchtig wir waren. Produktplatz war schon echt saftig, weil da immer Dratini so liegen müssen. Ja, wie lange willst du hier noch bleiben dann, circa? Bis 5 vielleicht. Bis 5 der Produktplatz. Wann würdest du kommen, vielleicht, wenn überhaupt? 6 Produktplatz. Oh, ich würde es schon schaffen, Alter, ich weiß richtig. Du bist mit Pause, Mann? Gibt's keine Pause? Ich bin echt hungrig, aber Pikachu. Pause? Ich bin Gott. Hungrig auf Pikachu. Du kannst nicht. Richtig süchtig. Wenn ich schaffe, dann komme ich heute echt noch, aber vielleicht ab 8, 9. Heftig. Und dann bleibe ich auch so wieder 2 Stunden oder so. Also wenn Portoblas überhaupt noch aktiv ist. Passt. Weil ich weiß nicht, was die Gruppe macht. Bleiben wir bis 5, 6 hier. Oh mein Gott, was? Die Medaille, Mann. Gold. Die schaffst du gar nicht. Die ladet Pikachu-Medaille und Elektro-Medaille auch. Aber die schaffst du gar nicht heute. Nein, die ladet nicht Pikachu-Medaille. 300 Ach, Stück. Also er meint, wenn man Gold-Pikachu-Medaille hat, dann kann man Pikachu leichter fangen. Pikachu ist echt saftig, aber Tati musste die Jagd abbrechen. Ja, Mann, das erste Opfer. Er ging richtig leidend nach Hause, aber so richtig. Ja? Ja, okay, danke. Jetzt wo Tati weg ist, können wir Klartext reden. Wir haben vielleicht eine verrückte Wette am Laufen. Jetzt hast du alle Medaillen und so bekommen. Deswegen. Ich mag diese 3er Ziele, diese 3 krass. Es gibt 3 Ziele. Genau, Ziel Nummer 1, also vor Hongse, die ist echt saftig, die ist echt gut. Also einmal 142 Pokémon. Und alle 3 gesehen. Und alle 3 gesehen, ja, im Dex, genau. Also Tauros, Kangama und Poretta. Ja. Dann alle Medaillen auf Gold. Die ist richtig, das ist die schwierigste, glaube ich. Naja. Und dann nochmal Level 40. Richtig krass, 3 Ziele. Wer zuerst 2 von 3 hat, der gewinnt. Diesmal. Ich wiederhole. Wer zuerst Level 40, alle Medaillen damals auf Gold und Pokédex, soweit es bis damals ging, plus Kangama, Tauros und Poretta, zumindest gesehen im Pokédex. Das heißt, wenn jemand den in die Arena stellt und man draufklickt, dann hat man es wenigstens als gesehen markiert im Pokédex. Ja, klingt eigentlich ziemlich lustig. Also Spoiler Alert, ich war der Erste, der 40 erreicht hat.
Das war eine echt harte Wette. Dementsprechend könnt ihr euch denken, wer noch. Die Wette gewonnen hat, aber die ist nicht mit der Zeit natürlich untergegangen. Bagisch hat mich da zu überzeugt, Go zu aktivieren. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es eine Falle, damit er weiter vorkommt bei unserer Wette. Nein. Damit ich meine Ressourcen verbrauche. Nein, wenn ich Rauch hätte, würde ich Rauch jetzt eigentlich schon. Weil es ist so abgelegen, ab und zu sieht man hier gar keine Pokémon. Da kommt absolut random was. Ja, ist nicht abgelegen, wenn da Stops und Arenen sind. Abgelegen heißt echt abgelegen. Ich hab schon wieder bei Sightings. Also schon wieder so. Also seht ihr dieses Gebiet? Das ist eigentlich echt geil. Das ist echt eine gute Location. Da sollte ich mal wieder hin für ein Video. Am besten mit einer Drohne. Oder auch nicht, weil da sind natürlich viele Security-Leute und Arbeiter und sowas. Wobei am Wochenende. Und da war eines der ersten Lavita, die ich gefangen habe, auf Scanner-Tour, wo Gen 2 neu rauskam. Da war ich und Milosch unterwegs, also Milosch und ich, nicht für die, die rumholen. Und das war irgendwo Matsch, Zaun, dies, das. Also wir mussten nicht über den Zaun klettern, weil das war so ein Zaun, sondern außenrum, was natürlich Zeit gekostet hat. Und da war da so eine Riesenpfütze. Und da war dann auch dieser Michi, so ein Asiate, der Michi heißt. Oh mein Gott. Ich erinnere mich noch gut daran. Das war hier in dem Gebiet. Letztes Pikachu. Wir sind so drauf losgefahren. Ich so, hey, ich kenne das Gebiet. Das ist, ja, tricky, bisschen tricky. Bisschen hier viele Zäune, bisschen viel Naturmatsch und sowas. Komisch, der Hintergrund. Und ja, hat sich hier echt so herausgestellt. Mhm. Ja, an sich war es eigentlich. Wir haben die Wette erzählt, wir haben Pikachus gefangen. Ansonsten, hier folgentechnisch passiert glaube ich nicht mehr viel. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr damals auch so kleine Wetten unter euch mit euren Freunden, eurer Gruppe so hattet, wie wir jetzt. Oder habt ihr Medaillen zum Beispiel gejagt, gefarmt, versucht die zu füllen? Sowas unten in die Kommentare. Oder kam das irgendwie später oder wart ihr immer so die. Ah nee, ist egal, das fühlt sich schon eh irgendwann automatisch. Und noch ein Pikachu. Also die kamen schon eigentlich recht gut. Die kamen schon. Das ist jetzt auch nicht so super saftig. Was? Das sind 4 Punkte auf Medaillen, 12 Pikachu. 4 von 300 also. Also das war jetzt echt das letzte Pikachu für heute. Oh mein Gott. Oh. Noch ein Sighting. Gib nicht auf, die Welle ist wieder da. Das ist jetzt der letzte. Komm ich nie raus. Ich das ist gerade die Welle. Die Welle kommt immer. Moment. Und das hast du schon viermal gesagt. Nee, das ist echt der letzte jetzt mal. Ja. Der letzte, oder das letzte Pikachu, ja. Wie man es nimmt. Jetzt müsste gleich das Auto kommen. Time for Outro. Zumindest nach dem hier. Und? Vielleicht die Melodie? Vielleicht die Musik? Da ist sie! Das Outro! Das war aber wirklich das letzte Pikachu, das ich war's. Yo. Das war echt ein fettes Nest. Sollten ja. Die auf jeden Fall mal abchecken. Genau. Ich werde jetzt mein zweites und drittes Pikachu machen. Ja. Das werde ich jetzt auch machen. Oh. Also mein erstes war ziemlich schlecht. Das konnte nicht mal eine Donnerattacke. Man kriegt halt viele Bonbons während des Events, aber hauptsächlich sind die Medaillen wichtig. Also sollte man wahrscheinlich da nach dem Event hingehen. Ja. Falls das Nest sich bis dahin nicht geändert hat. Ja. Ansonsten wie immer, checkt unsere anderen Videos ab, genau. Checkt unsere Facebook-Seite ab, genau. Und endlich 2 Donnerattacken. Genau. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business. Ja. Pokémon is serious business, wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und wie bereits gesagt, Pokémon is serious business.